Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Ein langes Jahr, was die Corona-Pandemie mit uns macht. 40 Tage, die Möglichkeiten in der Fastenzeit sind anders, als wir es gewohnt sind. Und 200. Geburtstag, Sebastian Kneipp war Pfarrer, Imker und wurde berühmt als Wasserdoktor. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Seit Mitte März letzten Jahres ist für die Menschen in Deutschland vieles nicht mehr so, wie es vorher war. Seit fast einem Jahr leben wir mit den Einschränkungen der Corona-Krise. Um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, mussten alle nicht unbedingt notwendigen Sozialkontakte eingestellt werden. Besuche zum Beispiel in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, Schulen und auch Kirchen wurden verboten. Wir haben uns verschiedene kirchliche Bereiche im Bistum Augsburg angesehen und schauen noch einmal zurück auf ein Jahr Corona. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sind verboten. So hieß es in einem Beschluss von Bund und Ländern im März 2020. Und so blieb auch der Augsburger Dom leer. Rund 2 Monate lang konnten die Gläubigen im Bistum den Gottesdienst nur vor dem Bildschirm feiern. Der erste eingeschränkt öffentliche Gottesdienst fand erst wieder Anfang Mai statt. Und erst im Juni, 2 Monate später als ursprünglich geplant, konnte die von vielen lange ersehnte Weihe von Bertram Mayer zum Bischof von Augsburg unter strengen Auflagen stattfinden. Es ist ein merkwürdiges Jahr für mich gewesen. Ich habe mich riesig auf die Bischofsweihe gefreut, als großes Fest des Glaubens. Dem war nicht so. Und seitdem bin ich als Corona-Bischof in diesen reduzierten Formaten unterwegs. Aber ich tue alles, um mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch zu kommen und auf der anderen Seite auch in Jesus, in Gott verwurzelt zu sein. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben viele Menschen teils existenziell betroffen. Daneben mussten vor allem die Senioreneinrichtungen, in denen die besonders schützenswerten älteren Menschen leben, strenge Auflagen einhalten. Zum Beispiel waren Besuche von Angehörigen bis auf wenige Ausnahmen verboten. Und dennoch gab es in diesem Bereich die meisten Todesfälle. Ältere Menschen in den Einrichtungen sind ja meistens in einer besonderen Situation. Die fühlten sich natürlich überwiegend eingesperrt und alleine gelassen. Für manchen Dementen war es vielleicht sogar eine beruhigende Zeit. Aber für viele andere, gerade für Sterbende, die nicht Abschied nehmen konnten, die nur noch das Personal hatten, das als ihr Gegenüber da war, war das eine fürchterliche Zeit. Aber ebenso für die Angehörigen und noch viel mehr natürlich auch noch für das Personal und alle, die damit beteiligt waren. Die Einschränkungen verursachten viel Leid, zum Beispiel für diejenigen, die von sterbenden Angehörigen, von geliebten Menschen Abschied nehmen wollten. Das Bistum Augsburg hat im Oktober mit einer öffentlichen Gedenkfeier an die erinnert, die während des Lockdowns verstorben sind. Letztlich ist es nicht in Sprache zu bringen, was das für die Angehörigen bedeutet hat. Vor allem für die, die wussten, mein Angehöriger liegt im Krankenhaus und ringt mit sich und ich kann jetzt nicht bei ihm sein. Das hat oft die Angehörigen wirklich zerrissen diese Not auch. Sie wollten da sein und konnten nicht. Für die Abteilung Seelsorge des Bistums war nicht nur die Situation der alten Menschen, sondern auch die der Familien eine große Herausforderung. Denn auch für sie gab es viele Unwägbarkeiten. Die Unberechenbarkeit, wie die Planungen ausschauen, wann wieder einigermaßen Normalität möglich ist, fordert viele Familien heraus. Immer nur auf den engsten Kreis begrenzt zu sein, ist auch eine Herausforderung, wenn man Freunde, Freundinnen, Bekannte, Verwandte nur eingeschränkt besuchen kann. Und da warten schon viele sehnsüchtig drauf, dass das wieder unbeschwerter möglich ist. Es gab auch eine Welle der Kreativität. Unzählige Menschen engagierten sich vor Ort für eine Vorbereitung auf die Erstkommunion, für die Aufrechterhaltung der Jugendarbeit, für verschiedene Aktionen der Sternsinger oder die Übungsstunden der Domsingknaben. Für Schüler, Lehrer und Eltern war das vergangene Jahr eines mit wenigen Kontakten und vielen Unwägbarkeiten. Überall dort, wo ausreichend technische Geräte und schnelles Internet verfügbar waren, konnte zumindest in Teilen Unterricht stattfinden. Allerdings war das nicht überall der Fall. Die Ausstattung in den Schulen des Schulwerks der Diözese ist zwar sehr gut, und trotzdem machen sich die Verantwortlichen große Sorgen um ihre Schüler. Wir wissen eigentlich nicht so arg viel, wie es ihnen denn geht. Wir kriegen immer nur so Spitzen damit. Und da sehen wir natürlich zweierlei Dinge, die
die Sorgen machen. Einerseits natürlich die Leistungsstände, die wir nicht gut einschätzen können und von denen wir nicht wissen, wie viel Rückstand haben wir denn jetzt. Und dann natürlich die psychische Belastung, die bei Schülern auftritt. Also um eingesperrt zu sein, nur mit Videokonferenzen Kontakt zu Mitschülern zu haben und zu Lehrkräften, das ist eigentlich eine Unzumutbarkeit. Auch viele sozial schwache oder obdachlose Menschen waren vom Lockdown schwer betroffen. Viele Tafeln mussten geschlossen bleiben. Auch die Wärmestube des Sozialdienstes katholischer Männer konnte nur unter Auflagen wieder öffnen. Auch die Laienkatholiken im Bistum waren gefordert. Sie haben vieles organisiert, um die Gemeinschaft zwischen den Gläubigen trotz strenger Kontaktbeschränkungen, so gut es ging, aufrechtzuerhalten. Das geschah durch kleine Zeichen, die den Gläubigen gegeben wurden, seien es kleine Texte, Weihwasserfläschchen waren es zum Teil, kleine Blumengrüße an die Haustür, immer mit dem gebotenen Corona-Auflagen. Nach einem Jahr Corona hat jeder seine ganz individuellen Erfahrungen gemacht. Und obwohl auch positive Aspekte zum Vorschein kamen, zum Kern des christlichen Glaubens gehört die Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit. Beides ist nach wie vor nur mit Einschränkungen möglich. Die Pandemie hat Pfarreien und Pfarrer vor große Herausforderungen gestellt. Fast alles, bis auf die Gottesdienste, musste ausfallen. Und trotzdem sollten die Priester für die Gläubigen da sein und natürlich für alle Menschen, die in dieser Zeit in seelischen Nöten waren. Und da gab es viele. Zeit für eine Art Bilanz? Meine Kollegin Birgit Geis hat darüber mit Pfarrer Wolfgang Schneck aus Dillingen gesprochen. Herr Pfarrer Schneck, denken Sie, dass man nach einem Jahr überhaupt schon eine Bilanz ziehen kann? Also meiner Meinung nach nicht. Und ich bin auch sehr vorsichtig. Bilanz. Dann vielleicht ein Rückblick auf dieses vergangene Jahr. Viele Menschen waren ja wirklich von heute auf morgen mit existenziellen Nöten konfrontiert. Wie sehr waren Sie und Ihre Mitstreiter da als Seelsorger gefragt und auch gefordert? Wir wurden, glaube ich, zunächst angefragt als Zeitdeuter, als Menschen, die zweitens dann auch anderen Hoffnung machen, wenigstens darin, dass man den Zustand hält oder sich Kraft erwartet von Gott, um hier zu stehen. Dann gibt es natürlich auch andere Leute, die in Finanznöte geraten sind, in psychische Nöte. Ja. Und die Pandemie wirkte wie ein Vergrößerungsglas für Dinge, die irgendwo in der letzten Zeit, die letzten Jahre versteckt wurden oder wo man gemeint hat, da bin ich drüber. Und jetzt kommt es nochmal hoch. Und da waren wir gefragt. Wenn wir jetzt an all jene Menschen denken, die jemanden verabschieden mussten, Vater, Mutter oder einen Partner, und das aber nicht so tun durften, wie man das eigentlich normalerweise macht, da sind bestimmt viele tiefe seelische Wunden entstanden. Da wirkt sicher noch vieles nach, oder? Da sind sehr große Wunden entstanden, denn das Abschiednehmen gehört dazu, zum Leben. Und da wirkt auch einiges noch nach. Wir haben aber schon vor der Pandemie immer einen Trauercafé, eine Trauerbegleitung angeboten. Die ist jetzt nach wie vor so gefragt. Eine interessante Erfahrung haben wir bei den Beerdigungen gemacht, die ganz klein nur ausfallen durfte am Anfang, wo nur die Familie da war. Auch das konnte ein ganz positives Erlebnis werden, wenn man dann irgendwie sehr offen sein konnte am Grab. Manche haben angefangen zu erzählen. Ich musste gar keine Ansprache mehr halten, weil es gab keine Zuschauer, die jetzt einen da beeinträchtigt hätten in dieser Offenheit. Das ist eine Seite. Und die andere ist der Schmerz, der bleibt, dass man eben nicht mit allen Freunden, Vereinskollegen und so weiter auf dem Friedhof sein kann und in dieser Weise Abschied nehmen kann. Also verschiedene beim Tod, aber auch der Abschied auf dem Friedhof. Dann haben wir auch angefangen mit eigenen Trauergottesdiensten. Das war nicht immer klassisch. Irgendwann später einfach zum Beispiel ein Wortgottesdienst, wo der Verstorbene mal richtig rauskam und gewürdigt wurde. Auch eine gute Erfahrung. Haben die Pfarrer auch viel Wut und Frust abbekommen? Ja, vor allem in Konfliktsituationen, wo ich zum Beispiel als Vermittler auch angefragt war und wo ich eigentlich gemerkt habe, ich muss zunächst einfach hören. Einfach das reinnehmen, denn gerade in Krisensituationen gibt es ja, so sagen die Soziologen, drei Lösungen. Die eine heißt Flucht,
Kampf oder sich totstellen. Und ich habe noch eine vierte Option. Das ist nämlich die, dass wir einander zuhören. Und in diesem Zuhören geschieht ein Lösungsprozess. Und ich setze da sehr darauf, dass Jesus Christus in unserer Mitte der Löser ist. Das ist jetzt kein spirituelles Argument, überhaupt nicht. Für mich ist das total real. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Viele Pfarreien waren sehr kreativ, haben sich tolle Dinge überlegt, um das Pfarreileben ein Stück weit aufrecht zu erhalten. Trotzdem ist ja vieles verloren gegangen von dem, was so dieses Gemeindeleben ausmacht, die Begegnungen. Denken Sie, dass wir, wenn irgendwann Corona vorbei sein sollte, daran anknüpfen können, wo wir aufgehört haben? Es stimmt zunächst, dass sich viele was einfallen ließen. Und ich muss meine Mitbrüder und ihre Pfarreien bewundern, was da alles an Ideen gekommen ist. Ich habe manches auch aufgegriffen und dankbar bei uns übernommen. Ich weiß nicht, ob es noch so weitergeht. Ich glaube, der Startpunkt hat sich geändert. Es ist viel Leid geschehen, es sind Bräuche zusammengebrochen, pastorale Konzepte, die sich bewährt haben, auch bei uns. Wir haben gemeint, wir haben ein super Erstkommunionkonzept, geht nicht mehr. Und das lässt uns neu fragen. Wenn man vor der Pandemie zum Beispiel im Pfarrgemeinderat immer wieder gefragt hat, was können wir noch tun, was können wir noch anpacken, welche Aktivität machen, so fragen wir uns heute, und das ist für mich schon der Beginn wahrscheinlich einer solchen Wende, wie können wir den Glauben halten, wie können wir den Glauben vertiefen oder wie kann so eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, wie geht das? Und zwar handfest, bodenständig, konkret im Alltag. Von daher möchte ich so verstanden, der Standpunkt ändert sich, glaube ich, aber ich kann noch nicht sagen, dass wir Lösungen hätten. Aber zumindest einmal die Frage nach dem Glauben. Und ich denke mir, dass hier Gott uns selber wegweist, dass uns Gott selber wieder durchführt. Ja. Abschließend die Frage Corona, Segen und Fluch, Segen oder Fluch. Was wird uns bleiben aus dieser Zeit, positiv wie negativ? Es wird ein Einschnitt in unserer Zeit, in unserer Geschichte geben. Das glaube ich schon. Und ich glaube auch aus dem, was ich jetzt schon ein bisschen erahnen kann, dass es auch eine Zeit gibt, die uns in die Tiefe fordert. Und vielleicht auch, dass wenige nur beginnen, um dann wieder auszustrahlen. Wir machen an dieser Stelle weiter mit den Kurznachrichten der Woche. Das Generalvikariat des Bistums hat jetzt das Corona-Schutzkonzept für die Gottesdienste in der Heiligen Woche vorgestellt. So muss in diesem Jahr am Palmsonntag auf die Prozession verzichtet werden und am Gründonnerstag auf Fußwaschung und Kelchkommunion. Im Übrigen gelten die schon bekannten Infektionsschutzmaßnahmen. Es wird zudem eine große Fürbitte mit Bezug auf die Pandemie und ihre Opfer formuliert. Katholisch 1 TV überträgt die Ostergottesdienste live aus dem Augsburger Dom. Die Eröffnung der diözesanen Rätsch-Aktion findet in diesem Jahr Corona-bedingt online statt. Normalerweise wird die Rätsch-Aktion mit der weltweit größten Rätsche eröffnet. Hier sehen wir Bilder aus dem Ort Rammingen im Landkreis Unterallgäu aus dem Jahr 2019. In diesem Jahr soll ein Online-Video mit möglichst vielen rätschenden Ministranten aus dem ganzen Bistum entstehen. Bis zum kommenden Mittwoch, den 17. März, können noch Videos eingereicht werden. Unter der Federführung der Abteilung Weltkirche lässt das Bistum dann ein professionelles Video mit allen Beiträgen produzieren. Die Rätsche ersetzt am Karfreitag und am Karsamstag traditionell die Kirchenglocken, die vor Ostern verstummen. Der Josefstag am 19. März steht in diesem Jahr noch mehr als sonst im Fokus, nachdem Papst Franziskus das ganze Jahr als Josefsjahr ausgerufen hat. Darüber hinaus beginnt auch das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Familie, durch das der erzieherische Wert der Kernfamilie wieder neu entdeckt werden solle, so Papst Franziskus. Der Josefstag wird auch im Bistum Augsburg gefeiert. So wird zum Beispiel in Maria Vesperbild ein feierliches Pilgeramt im Rahmen einer Jugendvigil gestaltet. In Nördlingen wird Bischof Bertram Mayer in der Kirche St. Josef ein Pontifikalamt feiern.
Der Josefstag war in Bayern bis 1969 ein gesetzlicher Feiertag. Der Verein Königlich Bayerische Josefspartei setzt sich für die gesetzliche Wiedereinführung des Feiertags ein. In den Wochen bis Ostern werden an zahlreichen Orten im Bistum wieder Abende der Versöhnung angeboten. Dabei stehen jeweils eine Bußfeier mit anschließender eucharistischer Anbetung und eine Beichtgelegenheit im Mittelpunkt. Außerdem können je nach Gestaltung in dem Verein Gebetsanliegen aufgeschrieben, Bibelverse gezogen oder Kerzen angezündet werden. Die Liste mit den aktuellen Terminen finden Sie auf der Homepage des Bistums. Und das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es in wenigen Augenblicken weiter mit einem Bericht über neue und alte Ideen der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim rund um die Fastenzeit. Und wir waren in Bad Wörishofen, um uns schon mal auf das Kneipp-Jubiläumsjahr einzustimmen. Ganz ähnlich wie im Advent ist auch jetzt in der Fastenzeit vor Ostern die Kreativität der Haupt- und Ehrenamtlichen gefragt, um die Gläubigen mit auf den Weg der Vorbereitung zu nehmen. In der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim gibt es sowohl traditionelle als auch neue, experimentelle Angebote für alle Altersgruppen. Wir haben uns das am vergangenen Sonntag vor Ort angeschaut. Zusammen mit Johanna und Frederik lernen die großen und kleinen Gottesdienstbesucher in der Mindelheimer Stadtpfarrkirche eine Geschichte aus der Bibel kennen. Jesus heilt den Diener eines römischen Hauptmanns. Es geht um Glauben, Vertrauen und füreinander einstehen. Dekan und Stadtpfarrer Andreas Straub hat für die Fastenzeit eine Familiengottesdienstreihe unter dem Motto »Mit Jesus unterwegs« angesetzt. Wir sind sehr froh, dass es in der diesjährigen Fastenzeit öffentliche Gottesdienste gibt. Das hatten wir letztes Jahr nicht. Und bieten eben auch eine ganze Reihe von gestalteten Gottesdiensten in der Kirche an, haben aber parallel dazu auch noch einige Angebote draußen im Freien. 8 Pfarreien mit rund 11.000 Katholiken gehören zur Pfarreiengemeinschaft Mindelheim. Pfarrer Straub ist es wichtig, die Menschen auf unterschiedlichste Weise zu erreichen. Wir haben ein Newsletter erstellt, mit dem wir regelmäßig unsere Gemeindemitglieder erreichen. Auf unserer Homepage sind Materialien und ebenso haben wir auch Exerzitien im Alltag, an denen man auch digital teilnehmen kann. Also ich finde eine bunte Mischung und die Mischung macht's. Wir wollen präsent sein. Das ist mir eigentlich das wichtigste Anliegen. Das heißt, wir wollen da sein und erreichbar sein über Gottesdienste, aber auch über digitale Wege, wollen wir mit den Menschen in Verbindung bleiben. Ein besonderer Blickfang ist auch wieder, und das seit genau 30 Jahren, das Fastentuch der renommierten Künstlerin Hilda Sandner, die eng mit dem Mittelheimer Textilmuseum verbunden war. Bis Ostern verhüllt es den prächtigen Hochaltar der Stadtpfarrkirche. Fasten mit den Augen ist eigentlich die Idee von Fastentüchern. Doch dieses Unikat, aufwendig gestaltet in Batiktechnik, liefert eine Fülle an optischen und spirituellen Reizen. Es zeigt die 7 geistlichen Werke der Barmherzigkeit, zum Beispiel lästige Ertragen. Hinweise, wie jeder einzelne Jesus konkret nachfolgen kann. Es ist von einer solch künstlerischen Wucht, wenn Sie auf den Christus hinter mir schauen, der weit über lebensgroß ist, der sich an mittelalterliche Vorbilder hält, der an einem Lebensbaum hängt, der die Arme ganz weit ausgespreizt hat, um die Welt zu umarmen, dann ist das wirklich dieser große Gott, den die mittelalterlichen Hymnen besingen. Und mich beeindruckt eigentlich der Altar in der Fastenzeit mehr als während des Jahres, weil das ein so starkes Zeichen ist da vorne. Für alle, die ihren Glauben gerne mit Bewegung verbinden, gibt es in Mindelheim jetzt einen Hoffnungsweg. Eine interaktive Schnitzeljagd, bei der es mit dem Smartphone quer durch Mindelheim geht. Eine der 5 Stationen ist oben auf der Mindelburg. Einfach den QR-Code einscannen und den Anleitungen der App folgen. Gemeindereferentin Gudrun Schrammel und ihre Mitstreiterinnen haben hier oben ein Rednerpult mit Hoffnungszetteln vorbereitet. Was es damit auf sich hat, soll nicht verraten werden. Uns war es ein Anliegen, einfach jetzt in diesen Corona-Zeiten ein bisschen anders zur Hoffnung zu geben, die Leute zu animieren, in ihrem eigenen Leben nach Hoffnungsspuren zu suchen und auch anderen Hoffnung zu vermitteln. Und
Ja, so ein Actionbound bietet einfach eine gute Möglichkeit, halt das Corona-konform zu machen. Und wir saßen zu dritt zusammen und haben einfach mal getüftelt, Ideen gesponnen, Bälle hin und her geworfen. Und dabei sind dann jetzt diese 5 Stationen entstanden. Hoffnung für mich, Hoffnung für dich, Hoffnung für uns, Hoffnung aus Gott, weil wir natürlich auch aus unserem Glauben sprechen, und dann Hoffnung für die Welt. Bis Pfingsten kann man den Hoffnungsspuren durch Mindelheim folgen. So ist es momentan geplant. Schauen wir uns noch die 3. Station an. In der ganz neuen Kapelle Chorum bei den Maristenbrüdern geht es um die Hoffnung für uns. Nach einer Quizfrage und der Bibelstelle, die einem als Audio aus der App vorgelesen wird, kann man bei meditativer Musik entspannen, sich sammeln oder ins Gespräch kommen. Die Zettel mit den Anliegen und Gedanken der Besucher nehmen Frater Michael und seine Mitbrüder mit hinein in ihr Abendgebet. Etwa 90 Minuten sollte man einplanen, um auf dem Hoffnungsweg ein paar schöne Orte kennenzulernen und dabei über Gott, die Welt und sich selber ins Nachdenken zu kommen. Am 17. Mai 1821 wurde der berühmte Pfarrer und Wasserdoktor Sebastian Kneipp in dem kleinen Ort Stephansried bei Otto Beuren geboren. Jahrzehntelang hat er in Bad Wörishofen gewirkt. Durch ihn wurde die Kleinstadt im Unterallgäu zu einem weltberühmten Kurort. Von dort aus haben sich seine Lehren und seine Heilkunde verbreitet. Für das Festjahr zu seinem 200. Geburtstag ist ein umfangreiches Programm geplant. Den Auftakt machen nun 2 Ausstellungen der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen, bei denen es um Kneipps Berufung und um seine Liebe zu Bienen geht. Der Taufeintrag im Matrikelbuch ist kaum mehr zu lesen. Am 18. Mai 1821, einen Tag nach seiner Geburt, wurde Sebastian Kneipp in Otto Beuren getauft. Der Beginn eines Lebens für Gott und die Menschen. Im Keller unter der St. Justina-Kirche in Bad Wörishofen wird der Berufungsweg Kneipps für die Besucher nachgezeichnet. Auf der einen Seite war mir schon wichtig, aus dem Leben von Pfarrer Kneipp zu berichten. Aber auch ganz klar zu sagen, dass Pfarrer Kneipp ein Pfarrer war, das wird heute immer mehr vergessen. Und dann sind alle Besucher hier eingeladen, über das eigene Leben, über die eigene Berufung nachzudenken. Und ich denke da nicht immer an Berufung zum Priester, sondern das, was Gott uns an Talenten geschenkt hat, diese für andere einzusetzen. Die Exponate, wie zum Beispiel die Kommunionkerze, sind nicht alle aus Kneipps Nachlass. Sie haben vor allem symbolischen Charakter und stützen das klare, moderne Konzept der Ausstellung. Etwa ein Jahr haben die Initiatoren daran gearbeitet. So wie man die Unterkirche jetzt hier sieht, hat man sie schon lange nicht mehr gesehen. Bis vor einem halben Jahr war sie noch eine Rumpelkammer. Es wurde hier unten alles Mögliche gelagert. Und wir haben dann erstmal aussortiert, was können wir für die Ausstellung gebrauchen, was nicht. Die Sachen, die wir gebraucht haben, wurden mit Zetteln markiert und der Rest wurde woanders verstaut oder wurde vom Sperrmüll abgeholt, weil er einfach nach den ganzen Jahren endlich mal weg konnte. Ich glaube, es hat der Unterkirche sehr gut getan. Sie hat einen neuen Anstrich bekommen und eine neue Beleuchtung, sodass ich mein Konzept der Ausstellung hier drin perfekt umsetzen kann. Der Besucher erfährt, wie der Junge aus armen Verhältnissen, der eigentlich Weber hätte werden sollen wie sein Vater, doch endlich Latein lernen und studieren konnte. Wie ihn die Angst vor der Hölle umtrieb und wie sehr für ihn der Glaube auch mit der Sorge für seine Mitmenschen verbunden war. Den Wunsch, Priester zu werden, den lebte er schon als Kind aus. Pfarrer Kneipp hat schon als kleines Kind gerne Pfarrer gespielt. Weil er kein Messgewand gehabt hat, hat er einfach die Schürze von seiner Mama um sich geschlagen. Seine Schwestern waren die Ministranten. Dann sind sie miteinander an den Dorfbrunnen gegangen. Der Dorfbrunnen war damals der Altar und haben heilige Messe gespielt. Eine zweite Ausstellung der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen wurde in der modernen Kirche St. Ulrich in der Gartenstadt installiert. Sie zeigt eine ganz andere und nicht so bekannte Seite Sebastian Kneipps. Seine Liebe zu Bienen. Würde er heute leben, wäre er beim Volksbegehren Rettet die Bienen im Jahr 2019 sicher an vorderster Front mit dabei gewesen.
Die Natur war ja eine Verbündete von Sebastian Kneipp. In ihr sah er die Möglichkeit, den Menschen zu heilen. Und die ist heute massiv gefährdet. Expertinnen sprechen von einer Aussterbekatastrophe bei den Insekten. Also wir nutzen diese Ausstellung auch dazu, den Bienen beizustehen. Und ein Verbündeter in diesem Kampf für die Bewahrung der Natur ist Papst Franziskus, der in seiner Umweltenzyklika Laudato Si sagt, wenn wir Insekten töten, dann nehmen wir Gott die Möglichkeit, von seiner Herrlichkeit zu erzählen, und dazu haben wir kein Recht. Sebastian Kneipps Liebe zu den Bienen begann mit 12 Jahren, als er von seinem Vater einen Bienenkorb geschenkt bekam. Diese Liebe zu den Bienen gab dem Leben von Sebastian Süße und Sinn. Und diese Liebe zu den Bienen hat Sebastian Kneipp ein Leben lang nicht mehr verlassen. Und er war und wurde ein richtiger Experte, sodass sogar die schwäbischen Imker ihn zu Vorträgen eingeladen haben und ihm dann auch das Ehrenprädikat schwäbischer Bienenvater verliehen haben. Zwischen 1855 und 1880 hatte der junge Priester viel Zeit, mit dem Wasser zu experimentieren und für die Imkerei. Jede freie Minute verbrachte er mit seinen Bienen, weiß man aus seinen Tagebüchern. Sie brauchten ihn und er war fasziniert von den fleißigen Geschöpfen. Er verfasste sogar ein Bienenbüchlein, hielt Vorträge und propagierte die gute Wirkung des Honigs für das Immunsystem und allgemein für das Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Wer kein Bienenliebhaber ist, dem darfst du eine kräftige, gute Besserung wünschen, schreibt er. Ich möchte, dass die Leute Lust haben, mit der Ausstellung wieder auch in die Werke und in die Worte von Sebastian Kneipp einzutauchen, zu erleben, wie spannend er erzählt hat, wie spannend er über die Liebe zu seinen Bienen erzählt hat und welche Rezepte, welche Honigrezepte er empfiehlt, um den kranken Menschen zu helfen. Ich möchte Lust machen, sich mit Pfarrer Kneipp und seinem Leben und seiner Heilmethode vermittelt durch die Bienen wieder zu beschäftigen. Die beiden Ausstellungen über Kneipps Berufung zum Priester und seine Liebe zu Bienen sind bis Oktober zu sehen. Alle weiteren Termine rund um das Kneipp-Jubiläumsjahr zu seinem 200. Geburtstag finden Sie auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen. Das war's von uns. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Stefan Fischer. Wir sehen uns dann am Palmsonntag wieder. Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss.